In diesem Video werden zwei Völkerball-Variationen vorgestellt. Als Material brauchen wir Bälle und Ziel ist die Verbesserung der Fang- und Wurfleistung. Gespielt wird nach den normalen Völkerballregeln. Zusätzlich halten die Schüler pro Team aber eine Matte, die als Schutz dienen kann. Fällt die Matte jedoch um, hat das Team verloren, egal wie viele Spieler noch im Feld sind. Dadurch ergeben sich erstens spannende taktische Elemente und zweitens spielt auch das Teamwork beim Halten der Matte eine wichtige Rolle. Die zweite Völkerball-Variation heißt König und Joker. Gespielt wird ebenfalls nach den normalen Völkerball-Regeln. Nur bestimmt jedes Team vor dem Spiel im Geheimen einen König und einen Joker und teilt dies der Lehrkraft mit. Der Joker ist unsterblich und muss das Feld nicht verlassen, wenn er getroffen wird. Wird aber der König getroffen, ist das Spiel sofort verloren, egal wie viele Spieler noch im Feld sind. Zur besseren Veranschaulichung haben wir hier den Joker mit einer gelben und den König mit einer roten Schleife markiert. Beim richtigen Spiel tragen die Schüler natürlich keine Schleifen. Bei dieser Variation gibt es natürlich viele taktische Überlegungen. Wichtig ist natürlich, dass die Rolle des Königs möglichst lange geheim bleibt. Und selbstverständlich darf der König nicht als Freigeist fungieren.